Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, ich muss mich jetzt erstmal gleich bei Rowe, ein bisschen Rowe Service, entschuldigen. Ich habe es vielleicht nicht wirklich mal gesagt oder irgendwas. Du schreibst mir immer saucoole Kommentare hin und her. Was aber halt die Sache ist, ich nehme einmal in die Woche auf. Bedeutet, die drei Videos, die du in der Woche siehst, werden alle an einem Tag aufgenommen. Deswegen, wenn ich nicht, sagen wir, von 48 bis 50 reagiere auf deine Kommentare in den Videos, dann hat es damit zu tun, dass die am selben Tag aufgenommen wurden in dem Fall. Ich versuche immer einmal in der Woche aufzunehmen, weil es für mich am besten und am einfachsten ist, dadurch, dass ich durch meinen Job relativ viel zu tun habe und wenig Zeit am Abend. Und natürlich da die Zeit dann auch mit anderen Sachen verbringen will. Ich habe aktuell noch bin in einem Minecraft-Projekt dabei, was eventuell mit auf dem Kanal jetzt bald kommt und dadurch ein paar andere Videos ersetzt. Beziehungsweise bin ich schon auch am Plan, was ich im Februar alles mache, weil da kommt ein Spiel raus, was ich auf jeden Fall zocken will, und leider zieht die Arbeit relativ viel Zeit, was dazu führt, dass ich halt während der Woche eher schlecht aufnehmen kann, weil ich nie weiß, wann ich nach Hause komme und wann ich Zeit habe zum Aufnehmen. Ich würde auch lieber gerne an einem Tag aufnehmen, längere Folgen, mehr geschnitten. Ich werde wahrscheinlich über die Weihnachtszeit das mal probieren, wie ich da am besten zurechtkomme, ob das möglich wäre, weil ich natürlich dann am Ende wahrscheinlich das Doppelte an Zeit brauche, wie ich jetzt aktuell brauche. Aber nur, dass du verstehst, ich tue jetzt nicht unbedingt nicht antworten auf deine Kommentare, wenn du drei schreibst für drei Videos und ich antworte den Videos nicht, hat es damit nichts zu tun, dass ich in dem Fall nicht antworten will, sondern ich lese die schon, halt dann meistens in der Arbeit in meiner Mittagspause schnell und kann dann halt die erst am Ende der Woche wieder umsetzen, wenn ich für die nächste Woche die Videos produziere bzw. aufnehme. Und ja, ich setze natürlich deine Kommentare nicht wirklich so um, wie du das wahrscheinlich vorstellst. Am Ende spiele ich noch natürlich ich und spiele auf meine Weise. Ich denke, wahrscheinlich sollte man das Ganze, was ich hier mache, viel, viel kleiner angehen, denke ich mal. Also ich denke, ich baue immer wieder viel zu groß. Das ist so mein typisches Schema. Ich habe immer große Sachen, will eher mich expandieren, anstatt klein zu bleiben. Ist bei Strategiespielen immer so bei mir das Problem. Deswegen wird mir auch, wie du schon sagst, das Wasser relativ schnell ausgehen. Das ist mir nach der letzten Aufnahme auch dann relativ bewusst geworden, dass ich hier einen sehr hohen Wasserverbrauch habe und somit auch relativ schnell an die Grenzen dieser Insel kommen werde. Jetzt ist natürlich die Sache, wie plant man das Ganze? Klar, das hier ist eine schlechte Idee. Wie gesagt, ist die jetzt aktuell deaktiviert. Ich muss schauen, wie ich mit den Resten hier überkomme. Ich habe eine ziemlich große, massige Produktion. Die, würde ich sagen, dezent übertrieben ist. Also mit den 104 Maschinen, die ich aktuell habe, ja, hast du recht, habe ich natürlich einen sehr hohen Verbrauch. Das hier ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Das sind alles halt dann teilweise Erfahrungen, die ich aus dem ersten Spiel gesammelt habe, wo ich auch nicht relativ weit gekommen bin, weil ich irgendwann einfach die Schnauze voll hatte in dem Fall. Und die Wartung halt zu viel gebraucht habe. So. Allgemeiner Bedarf ist 588. So. Ich habe das jetzt auch mal auf 60 umgestellt, wie du mir vorgeschlagen hast. Vielleicht komme ich damit auch besser zurecht. Wir werden es sehen. So, die Geräte, brauche ich die überhaupt aktuell noch? Ich habe doch alles gleich fast umgestellt. Ihr seid ja eigentlich schon fast unnötig. Wie gesagt, das hier habe ich auch in meinem letzten Spiel nicht gemacht. Ich habe es so angefangen zu bauen, aber in der Masse auch nicht. So, wie gesagt, es tut mir auf jeden Fall leid, dass du jetzt dich da, sagen wir, nicht beachtet gefühlt hast in den Kommentaren für deine mega geilen Tipps und viel Info-Input, den es da gibt. Ich tue auch, muss ich zugeben, nicht wirklich viel drüber nachdenken, wie perfekt ich das machen könnte. Einfach weil ich meistens bei den Aufnahmen auch versuche, ein bisschen zu relaxen, einfach zu basteln, zu gucken, zu probieren. Wie gesagt, ich würde gerne mal gucken, ob ich später hier einen Kanal buddeln kann und das Ding dann fluten kann, wenn das Ding voll ist, ob das funktioniert vom Spiel her. Wie gesagt, es ist jetzt nicht, sagen wir mal, ein perfekter Guide, wie perfekt kann man sowas bauen. Es bleibt dabei, es ist ein Sim-Gameplay von mir, wo ich zock. Und wenn ich verkacke, dann verkacke ich am Ende natürlich. Deine Tipps sind auf jeden Fall sehr hilfreich. Ich habe vieles angepasst, wahrscheinlich, was ich anders gemacht hätte. Und wäre wahrscheinlich in schlimmere Katastrophen jetzt schon reingeschlittert, wie damals. Das Wasserproblem ist natürlich eine Sache, die wir angehen müssen, weil schauen wir mal, wie viel Sources wir haben. Das ist eine relativ gleich seichte Anlage, wenn wir gucken.
Ja, wir haben jetzt schon 80% ausgesagt. Okay, wir haben ja auch zwei Anlagen draufstehen. Das ist vollkommen übertrieben. Von der Masse her, die ich hier habe. Wie viel produzieren denn die? Die produzieren 48 jede Minute. 48 pro Minute. Ihr trinkt auch 48 pro Minute. Bedeutet, ich brauche für jeden von dem rein theoretisch eine so eine Anlage. Richtig gesehen? Ich denke mal. Genau. 48 pro Minute. Gut. Ihr hier produziert wie viel pro Minute? 48 durch den hohen Druck, den ich den pumpe. Ansonsten wären es 24. Bedeutet, bei 24 bräuchte ich die doppelte Menge für die Anlage. Genau, den einen haben wir deaktiviert, weil wir ja nicht für den gleichen Dampfausgleich haben. Okay. So. Jetzt ist die Überlegung. Ich habe den sehr hohen Dampfverbrauch, wie auch Row es schon geschrieben hat und alles. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Schreibt mir das mal vielleicht ins Kommentar rein, ob ich den Namen richtig ausspreche. Wir haben hier auch, wenn du anschaust, wie viel Kohle wir allein schon verbraucht haben. Hier drunter ist natürlich ein bisschen was, aber das ist schon fast leer komplett hier. Ich finde es cool, dass die Anzeige hier sich anpasst. Das muss ich sagen, finde ich echt hilfreich. Hat sich der Wasser, dass das weg ist, auch angepasst? Nee, ne? Die sind immer noch da. Vielleicht füllt sich das auch. Geht Grundwasser wieder her? So eine Logikfrage, kommt das wieder? Also ich glaube mal nicht, weil ein Spiel ist eine Ressource immer verbrauchbar, aber bei uns, also wenn du es jetzt realistisch denkst, wäre ja Grundwasser sich wieder auffüllend. Wäre natürlich interessant, wenn das hier auch passieren würde, aber ich denke mal nicht. Leute, wir müssen so oder so irgendwann erstens nachhaltig werden, zweitens natürlich schauen, dass wir weniger Ressourcen verbrauchen. Mein Ressourcenverbrauch ist ohne zu fragen massiv. Ich baue relativ groß. Mein Gedanke dahinter, neben dem, dass ich das sowieso gerne mache, ist, je größer ich baue, desto flotter kriege ich Ressourcen. Sonst müsste man, wenn ich eine kleine Anlage baue, natürlich vielleicht das Vierfache warten, bis irgendwas passiert. So. Das war jetzt wieder viel Erklärung von mir. Aber dann, vielleicht habt ihr dann ein bisschen, versteht ihr so ein bisschen meine Gedankengänge, wieso ich was bestimmt auf eine bestimmte Art spiele, das vielleicht andere Leute nicht machen. So, warum? Dieser Bagger müsste doch eigentlich, oder? Zu was gehört der? Ist das ein freier Bagger? Ist kein freier Bagger, dann geh doch mal ins Baggerziel. Ah, da ist es, weil ich da alles vollgebaut habe aktuell. Dann werde ich einfach hier nochmal sagen, schauen. Wir nehmen das hier an, dann hast du ein bisschen weitere Buddelbreite. Wie gesagt, ich denke auch nicht, dass das hier so der Sinn hinterm Spiel ist, dass du das Meer auffüllen anfängst. Ich mach's halt, weil ich es cool finde irgendwie. Und das kostet natürlich auch wiederum Ressourcen, wenn wir das jetzt ressourcenmäßig betrachten, weil ich natürlich hier alleine aktuell 3 Bagger und 5 LKWs verbraucht habe, die ich rein theoretisch sonst in den Ruhestand schicken könnte wahrscheinlich und natürlich auch mit so mit Ressourcen sparen könnte. Das ist wahrscheinlich die Lagerstätte, die uns am längsten halten wird, weil einfach hier aktuell fast nichts angeschlossen ist, glaube ich. Was haben wir denn hier angeschlossen alles? Okay, die Kupferanlagen und natürlich die Metallfabriken sind hier angeschlossen, aber ansonsten nicht wirklich was. So, jetzt würde mich interessieren, pro Minute produziert der 840 Wartung. Wie du sagst, so reichten mir wirklich am Ende 2. Nur gut. Wenn das so ist, gehen die mal weg. Sind natürlich auch in der Stromsteuer und das ist natürlich wieder eine Wahrheit. So, ich reiß jetzt mal alles ab, was ein Flop ist auf eine gewisse Weise, beziehungsweise überlege, wie ich es abreiße. Das hier ist ein großer Flop, das hier funktioniert absolut nicht. Mittlerweile mit dem Essensressourcen sind wir hier echt hinterherhinkend. Ich glaube, das Einzige, was wirklich gut funktioniert, ist das Brot. Okay, ich habe... Das Weizen ist leer. Ah ja, warte mal. Habe ich hier umgeroutet? Habe ich schon, ne? Ich setze mal die Ziele ein bisschen niedriger. Ich setze die jetzt hier auf 60.
dann bin ich zufrieden. Was heißt der blaue Strich? Heißt das die Anforderung? Ich setze euch mal alle auf 70 einfach runter. 70 ist doch eine gute Menge, denke ich. Mit 70 kann man gut arbeiten. Sagen wir mal, 70 ist jetzt für das nächste Mal der Standard. Schauen wir mal, wie das dann sich auswirkt. Wie gesagt, ist ja am Ende auch viel Trial and Error. So. Hier habe ich eigentlich mal eine Dünger organisch gemacht, um das oben zu füttern. Wie gesagt, okay, das zu füttern wäre auch wieder ein scheiß großer Aufwand. Gut. Also schauen wir als nächstes Mal nochmal in die Forschung rein, wie wir am schlauesten vorgehen. Abwasseraufbereitung. Ja, okay, Abwasser kriegen wir aber nur. Wo kriege ich überall Abwasser her? Ich glaube aktuell nur bei der Bevölkerung, richtig? Und für den Aufwand kriege ich dann die Hälfte wieder. Dann kann ich aus dem Schlamm, den ich daraus produziere, zwei Biogasanlagen setzen, die Brenngas und Kompost herstellen. Okay. Wäre natürlich interessant. Aber hilft mir in dem Fall nicht viel. Hier kann ich aus Rohbenzin. Ja, das sollten wir angehen. Das sollten wir auf jeden Fall angehen, denke ich. Und so, ich würde jetzt mal sagen, wir sind jetzt so in der Ära Gas, in der Gaszeitalter. Wir waren vor allem Kohle, jetzt sind wir in Gas und danach kommen wir wahrscheinlich in eine Energiezeitalter. Bedeutet jetzt nochmal viele Maschinen mit Gas anfangen zu betreiben. Weil ich sehe jetzt hier schon zum Beispiel hier den Drehrohrofen mit Gas betrieben. Mit Brenngas in dem Fall oder Wasserstoff. Und damit kriege ich Zement raus. Ich denke mal, dass hier viel mit dem Gas jetzt dann läuft. Entschuldigung, mir hängt gerade irgendwie so ein bisschen im Hals. Die Glasherstellung, warum habe ich die nicht eigentlich ausgewählt? So blöde Frage. Ach, die ist finished. Die ist schon fertig. Oh, okay. Wiederverwertungssteigerung. Ich denke, ich mache hier eh viel zu viel falsch. Ich müsste viel wiederverwertbarer denken. Jetzt ist die Frage. Ich glaube, das lohnt sich nicht, ne? Ich kann aus Speiseöl und Ethanol Diesel herstellen. In einer Chemiefabrik. So, Ethanol. Ethanol, warum haben wir das wieder gehabt? Speiseöl. Wie aus was mache ich denn Speiseöl jetzt wieder? Irgendwo muss das ja aufgelistet werden, Speiseöl. So, Maisanbau. Daraus kann ich Maisbrei machen. Aha. Also ich kann die. Warum kann ich den Biodiesel erforschen, bevor ich überhaupt Speiseöl herstellen kann? Weil dafür brauche ich ja Raps und eine Mühle. Aber interessant, ich brauche 16 Raps, kriege 12 Speiseöl pro Minute raus. Mit 2 komme ich nicht ganz hin. 12. 24, 40. Ja? Also ich bräuchte mindestens 2x 24 Raps. Dann kann ich eigentlich 40 Raps, damit ich zweimal mindestens das probiere. Dann kann ich 27 Diesel herstellen. Biodiesel, müssen wir in dem Fall ja sagen. Und dann müssen wir noch das Ethanol produzieren. Das wird wahrscheinlich in der Chemiefabrik wieder passieren. So, wo kriege ich das Ethanol her? Zur Abgasfilterung. Gasinjektionspumpe. Kohlendioxid. Abgas plus Wasser plus Schwefel. Nee, Abgas plus Wasser macht Schwefel, Kohlensäure und Dampf niedriger Druck. Wait, what? Abgase. Wasser tut Schwefel. So, wait. Und daran schließe ich dann eine Meerespumpe an mit Kohlendioxid. Ah, okay, jetzt sehe ich aber wieder den Nachteil. Ich tue damit Luftverschmutzung machen. Weil das Problem ist, du musst ja auch wieder, dass wir Luftverschmutzung hinter. Ich tue jetzt gerade 14 Minuten rumbabbeln, ne? Nur rumdiskutieren, was man machen könnte. Luftverschmutzung bedeutet, die Bevölkerung wird wieder unhappy sein.
Hier können wir aus Rohbenzin, Wasserstoff, Diesel herstellen und Brenngas. So, okay, ich will einen Plan haben. Ich will jetzt einen Plan haben, Leute. Ich will jetzt einen Plan haben. Ich will, wie gesagt, ich gebe jetzt echt Credit für alles, was wir jetzt hier viel machen. Ich hätte das wahrscheinlich nie beachtet und wäre dann irgendwo da gestanden, hätte nichts mehr gehabt. Wenn wir uns das anschauen, natürlich, schauen wir auf die Karte. Wir können ja eh mal das Schiff auch losschicken. Rein theoretisch hätten wir im Hintergrund wahrscheinlich alles machen können. So, die Insel haben wir fast 30% mittlerweile verbraucht. Und die haben wir schon auf Stufe 6. Warum kann ich die auf Stufe 8 erhöhen? Oder ist das dann... Ich glaube, das ist ein Anzeigefehler. Habe ich die bereits benutzt? Stufe 2, ja. Die wartet noch auf eine Lieferung. Oh. Oh. Ich habe hier eine Lieferung ausstehen. Warte mal. Okay. Ist ja jetzt auch nicht sinnvoll, aber dann ist die wenigstens produktiv in dem Fall. Siegel. Alle benötigten Fracht geladen. Ja, dann, Schiffer Heu und so. Ab geht's. Schiffe zu beschatten. Ich sollte vielleicht das Schiff reparieren, ne? Reparieren. So. Wir lassen das Spiel mal laufen. Das hätte ich die ganze Zeit schon machen können. So, die tun das jetzt abbauen. Das wird jetzt eine Zeit dauern. Denke ich mal. Was ich schade finde, was mir fehlt, ist so Straßen. Und wenn es nur Dirt Roads sind. Damit dieser Verkehr, sagen wir mal, so lange bis am besten über Straßen fährt. Damit es ein bisschen koordinierter ist. Weil ich hasse es, wenn überall die Fahrzeuge rumfahren. Ist jetzt zwar nicht schlimm, würde ich sagen. Ne? Ist jetzt kein Hals- und Beinbruch und weiß der Kuckuck was. Aber es ist, keine Ahnung, mich stört so ein bisschen einfach. Okay. Jetzt lass uns mal überlegen. Hier kommt überall Abgas raus. Also jetzt trotzdem, diese Abgassache. Ich bräuchte zwar doppelt so viele von denen hier. Aber wenn man das klug angeht, hätten wir dann Wasserprobleme weniger. Beziehungsweise wir hätten mehr Dampf für die Fabriken, müssten weniger produzieren, weil wir das Ganze nicht in die Herstellung reinpumpen, sondern direkt, also aktuell tue ich ja das, nee, das ist schon druckloser Dampf in dem Fall. Beziehungsweise ich könnte eine Hochdruckturbine machen und durch den Druck, den ich hier, naja, das ist gleich wieder zu blöd, wenn eine ausfällt, dann fällt die andere mit aus. Aber ich könnte das Wassergemisch betreiben dadurch. Ich glaube, dafür müsste ich jetzt mal durch eine Beute, also 12 niedrigen Dampf. Wie viel kommt hier raus? 60. 60 Abgase. Bedeutet aktuell mal 5. 300. Holy shit. Okay. Zurück zum... Ich habe schon wieder andere Sachen im Kopf. Ich will jetzt erstmal zum Diesel. Diesel. Es gibt 3 Millionen Möglichkeiten, Diesel herzustellen. Die interessante ist, hier braucht Brenngas und Sauerstoff. Weil es gibt natürlich auch die Rohbenzin-Wasserstoff-Variante. Die produziert dann wieder Brenngas. Brenngas plus Sauerstoff erzeugt wieder Diesel. Bedeutet, man könnte das so verketten. Wisst ihr, was ich meine? Bloß ich bräuchte halt dann für die Anlage, damit es funktioniert. Ne, brauche ich nicht. Ich kann natürlich auch sagen, ich mache 2 von denen. Okay, wie produziere ich Rohbenzin? Kann ich mir das jetzt erst anschauen, wenn ich... Nee, jetzt habe ich... Okay. Mit Diesel natürlich. Nee, okay. Leichtdestillat und Dampf. Mhm. Oder Schweröl und Wasserstoff. Also im Grunde müsste ich bloß die aktuelle Grundproduktion verändern. Das Schweröl und das Leichtdestillat in Rohbenzin und Brenngas umwandeln. Ich krieg da tonnenweise Brenngas raus. Ich krieg da tonnenweise Brenngas raus. Mit Brenngas kann ich bestimmt auch viel anstellen. Jetzt habe ich geguckt, was ich will wissen, was ich mit Brenngas anwende. Das kann ich unten gucken, ne? Verbrauch. Zum Beispiel ein Heizkessel. Okay, das wäre natürlich auch eine Überlegung. Anstatt das Brenngas zu verwenden für mehr Benzin,
das Mittel- und Leichtdestillat in Benzin umwandeln und dadurch Dampf erzeugen. Ich bräuchte halt 48 pro Minute. Das macht 240 pro Minute für alle Anlagen. Plus dann noch die oben. Okay. Also, Leute, ich muss jetzt aber auch wieder sagen, die Folge ging jetzt relativ schnell vorbei mit dem ganzen Gerede und Geplane und Überlegen. Aber ich glaube, wir sind hier auf einem guten Weg. Wenn wir diese Anlage wirklich auf Brenngas umbauen, also nicht jetzt im Sinne von Brenngas-Hauptproduktion, sondern Brenngas als Gewinnungsoption, dann sind wir auf einem guten Weg. Wenn wir jetzt gucken, pro Minute tut der hier 12 Leichtdestillat herstellen. Der hier tut 6 Schweröl herstellen. Kann ich hier auch direkt öffnen? Cool. Das ist cool. Wenn ich jetzt schaue, Schweröl plus Wasserstoff macht 24 Diesel. Buff. Oder ich mache hier, Schweröl und Wasserstoff macht Rohbenzin und Brenngas. Was vielleicht gar nicht doof wäre in dem Fall. Dann kann ich das Rohbenzin... Okay. Okay, das ist natürlich eine Überlegung. Das Rohbenzin wir mit Wasserstoff zu Diesel und Brenngas wieder umwandeln. Bedeutet, ich gehe im Grunde einen Schritt weiter und tue das dann umwandeln. Also ich tue einfach mehr aus weniger herstellen, weil ich sozusagen die Reste besser verbrauche. Okay, dann muss ich aber jetzt herausfinden, wo zur Hölle ich das herkriege. Oder ob das wieder Zukunftstechnologie ist, die ich noch gar nicht kriege. Nee, hier habe ich das da. Das habe ich jetzt als drittes. Ich würde das nochmal abwählen. Es interessiert mich eigentlich gerade nicht mal so wirklich. Mich würde erstmal interessieren. Also die Abgasfiltration ist eine sehr interessante Sache auch. Wie gesagt, damit können wir vielleicht den Dampf loswerden. Wir tun halt wieder Luftverschmutzung wie Sau herstellen. Die Frage ist, 24 tue ich herstellen. Ich brauche halt tonnenweise Abgase. Ja, die mach... Ich werde damit besser. Oh, ich werde damit besser. Ich stehe damit um einiges besserer da. Okay. Aber Leute, ich würde sagen, wir haben jetzt heute mal eine reine Diskussionsfolge als erstes geführt für diese Woche. Wie gesagt... Wenn ihr Kommentare schreibt, erwartet nicht, dass sie in der nächsten Folge beantwortet werden. Das geht bei mir leider nicht in dem Fall. Wie gesagt, ich habe es vorhin erklärt. Ihr müsst dann drauf warten, bis jetzt, was war die letzte Folge? Die letzte Folge war die 50er. Dann bei der 54er kriegt ihr die Antworten wieder von mir. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, hoffe ich, dass ihr einen Like, Daumen nach oben gebt. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und ja, ich hoffe, ihr habt verstanden, warum manche Sachen so sind, wie sie sind. Also, bis dann. Ciao.